Schlussworte der Angeklagten. 180. Verhandlungstag, 6.8.1965. Und 181. Verhandlungstag, 12.8.1965. Hohes Gericht, wenn ich als Erster der hier Angeklagten das mir erteilte Schlusswort ergreife, so will ich den in subjektiver, objektiver und rechtlicher Hinsicht in den Plädoyers meiner Herren Verteidiger bereits gemachten Ausführungen und Darlegungen nichts mehr hinzufügen. Ich will mich darauf beschränken, diese zu bestätigen und mich den für mich gestellten Anträgen vollinhaltlich anschließen. Mit dieser Erklärung lege ich gleichzeitig mein weiteres Schicksal und dasjenige meiner unglücklichen Familie vertrauensvoll in die Hände des Hohen Gerichtes und dieses in der tiefen Überzeugung, dass es sämtliche so wahrhaft schicksalshaften Umstände, die mich damals in meine unglückselige Konfliktslage geführt haben, bis ins Einzelne erwägt und berücksichtigt. Insoweit verbleibt mir nur die Erwartung und die Bitte auf und um eine gerechte Entscheidung. Bitte mal uns wieder Platz nehmen. Herr Präsident, Hohes Gericht, als ich Ende Mai 1944 nach Auschwitz zum Lager 1 versetzt wurde, hatte ich keine Vorstellungen von Auschwitz. Es bestanden nur drei selbstständige Lager, eins Auschwitz, zwei Birkenau, drei Monowitz. Jedes Lager war unabhängig voneinander und hatte einen eigenen Kommandanten und Adjutanten. Der Kommandant war für den jeweiligen Lagerbereich zuständig und verantwortlich. Von den Geschehnissen in Birkenau habe ich erst dort im Laufe der Zeit erfahren und hatte damit nichts zu tun. Ich hatte keine Möglichkeit, diese Geschehnisse in irgendeiner Weise zu beeinflussen, noch habe ich sie gewollt oder betrieben. Ich habe keinem Menschen etwas zuleide getan. Noch ist jemand durch mich in Auschwitz umgekommen. Bereits 1952 habe ich mich freiwillig bei der Staatsanwaltschaft in Bielefeld gestellt und alle Angaben über meine Tätigkeit in den Konzentrationslager gemacht. Was sollte ich mehr tun? Hätte das jemand gemacht, wenn er sich schuldig fühlt? Im Übrigen schließe ich mich den Ausführungen meiner Verteidiger, Herrn Dr. Stolding, und an Dr. Eggert an. Ich lege nun mein weiteres Schicksal in die Hände des Gerichts und bitte um ein gerechtes Urteil. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Der Angeklagte Burger. Hoher Gerichtshof. Während der nationalsozialistischen Herrschaft gab es für mich nur den Gesichtspunkt, die gegebenen Befehle des Vorgesetzten ohne Einschränkung auszuführen. Ohne mein Zutun kam ich nach Auschwitz. Ich bin mich nicht darauf berufen. Heute sehe ich, dass die Idee, der ich anhing, Verderben gebracht und falsch war. Ich will nichts beschönigen. Keinen Zweifel will ich offen lassen, dass die verschärften Vernehmungen, wie sie befohlen, von mir auch ausgeführt wurden. Aber nicht das Auschwitz als grausame Vernichtungsstätte des europäischen Judentums stand damals im Mittelpunkt meiner Betrachtungen, sondern allein die Bekämpfung der polnischen Widerstandsbewegung und des Bolschewismus. Bitte schön. Thank you.
Der Angeklagte schreibt. Hohes Gericht, ich habe an der Tötung vieler Menschen mitgewirkt. Das habe ich von Anfang an und ohne Einschränkung bekannt. Ich habe mich nach dem Kriege oft gefragt, ob ich dadurch zum Verbrecher geworden bin. Ich habe keine für mich gültige Antwort gefunden. An den Führer hatte ich geglaubt. Ich wollte meinem Volke dienen. Ich war damals von der Richtigkeit meines Tuns überzeugt. Heute weiß ich, dass die Ideen, an die ich geglaubt habe, falsch sind. Ich bedauere meinen damaligen Irrweg sehr, aber ich kann ihn nicht ungeschehen machen. Hohes Gericht, ich schließe mich den Ausführungen meiner Herren Verteidiger an und erkläre am Ende dieses Prozesses noch einmal, dass meine Angaben, die ich zur Sache gemacht habe, der Wahrheit entsprechen. Ich war nicht auf der neuen Rampe, ich war nicht ein einziges Mal im alten Krematorium. Ich habe im Hof des Blockes 11 keinen Menschen erschossen. Die Angaben, die die polnischen Zeugen hierzu gemacht haben, die Blockschreiber, entsprechen der Wahrheit. Die Angaben der tschechischen Zeugen sind unwahr. Ich sage das mit allem Nachdruck. Ich bitte um Ihr Verständnis, Hohes Gericht, wenn ich mich in der besonderen Lage als Angeklagter in diesem Prozess auf diese Worte beschränke. Hohes Gericht, Sie wissen, dass ich bestreite, jemals an der Tötung von Menschen unmittelbar beteiligt gewesen zu sein. Diese Einlassung muss ich wiederholen, weil sie der Wahrheit entspricht. Zu einem Punkt jedoch drängt es mich, Ihnen noch etwas zu sagen. Sie wissen, dass im Herbst vergangenen Jahres der Zeuge Fabian hier erschienen ist und mich in unglaublicher Weise belastet hat. Ich bitte das Gericht, sich einmal in die Situation zu versetzen, dass man in einer solchen Form zu Unrecht belastet wird. Und ich kann das Gericht nur mit allem Nachdruck bitten, mir zu glauben, dass ich das, was der Zeuge Fabian bekundet hat, niemals getan habe. Das ist alles, was ich noch zu sagen habe. Schobern. Hohes Gericht, ich darf meine Einlassung wiederholen, dass in Auschwitz niemand durch mich ums Leben gekommen ist. Wenn ich kurz Stellung nehmen darf zu den Zeugen Kagan, Weiß und Scharner. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie die Zeugen Scharner sagen konnte. Sie hat mich mit dem Gewehr gesehen. Die Zeugin Weiß brachte mich darauf, weil sie sagte am Sonntagmittag. Das stimmt genau. Wir hatten damals am Sonntagvormittag Scharfschießen. Ich konnte nichts dafür, dass ich der beste Schütze war vom Kommandanturstab. Ich bekam eine Flasche Schnaps und die haben wir gleich unter Kameraden ausgedrungen und deshalb kam ich angedrungen mit dem Gewehr zurück. Ich bitte auch das Hohe Gericht zu bedenken. Als Hitler an die Macht kam, war ich 10 Jahre. Wir wurden erzogen. Wir sollten ganze Nationalsozialisten werden. Mit 18 Jahren wurde ich eingezogen zur Waffen-SS. Ich war 4-mal verwundet. Ich hatte 5 Auszeichnungen, bevor ich nach Auschwitz kam. Wäre ich bei der Wehrmacht gewesen, wäre ich bestimmt entlassen worden, weil ich dienstuntauglich war. Ich kam 1944 wieder an die Front. Ich wurde nochmal verwundet. Ich kam in russische Gefangenschaft. Ich möchte Sie bitten, zu bedenken, was von unserem Jahrgang 22 noch übrig blieb. Was ich mitgemacht habe,
5 Verwundungen, 8 Operationen, russische Gefangenschaft. Ich weiß nicht, was ich dann noch sagen soll. Sind wir nicht auch Opfer des Nationalsozialismus? Ich bitte das Hohe Gericht, das zu bedenken. Schlager. Herr Präsident, Hohes Gericht, wenn der Herr Staatsanwalt Vogel in seinem Plädoyer das Zitat von Nietzsche vorausschickt, so möchte ich dazu Folgendes sagen. Ich brauche hier nichts zu verschleiern, ich will aber auch nichts beschönigen, aber am allerwenigsten brauche ich hier zu lügen. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich betonen, ich habe nie in meinem Leben, weder als Soldat noch als Zivilist, einen Menschen verhungern lassen oder einen Menschen erschossen oder gar einen Menschen erschlagen oder sonst wie zu Tode gebracht. Bei mir galt damals, so wie heute, der Grundsatz, so gerne wie ich leben möchte, möchten meine Mitmenschen auch leben. Denn wer vor dem Kriege Mensch war, ist auch während des Krieges Mensch geblieben, auch dann Mensch geblieben, selbst wenn er in Auschwitz war. Wenn der Staatsanwalt Vogel mich als Kerkermeister bezeichnet, so klingt dieses Wort, als ob wir im Mittelalter lebten und auch heute noch leben. Ich war im Block 11 Aufseher, genauso wie es die Aufseher heute in den Gefängnissen auch sind. Ich hatte dort kein Recht und auch keine Macht. Wenn der Staatsanwalt Vogel weiter ausführt, ich wäre im Ausland gewesen, um mir... Entschuldigen Sie bitte. Lanz. Herr Lanz. Geben Sie einen Stuhl. Wenn der Herr Staatsanwalt Vogel weiter ausführt, ich bin im Ausland gewesen, um mir Sprachkenntnisse anzueignen, um die später in Auschwitz verwenden zu können, so möchte ich hierzu Folgendes sagen. Ich wusste in den Jahren von 1928 bis 1938 noch nicht, dass ich einmal nach Auschwitz kommen würde. Die Sprachbrocken, die ich dort gelernt hatte, dienten lediglich der Verständigung. Betonen möchte ich hier an dieser Stelle, wir waren ein Baugeschäft für Hoch-, Tief-, Industrie-, Beton-, Straßen-, Brückenbau sowie Rammarbeiten zu Wasser und zu Lande. Ich bin in den Jahren von 1928 bis 1938 in 11 Länder gewesen, vorwiegend in Skandinavien. Dort habe ich als Spezialist und praktischer Bauführer deutsche handwerkliche Arbeit geleistet und geleitet. Folglich blieb mir keine Zeit, Sprachen zu studieren. Wenn ich ein Mensch wäre, so wie der ich heute hingestellt werde, so hätte ich es damals schon sein müssen. Damals hatte ich Befehlsgewalt über Hunderte von ausländischen Arbeitern. Deshalb möchte ich hier nochmals betonen, wer Mensch war, ist auch Zeit seines Lebens Mensch geblieben. Ein Mörder wird nicht von heute auf morgen, auch nicht von heute innerhalb von 4 oder 5 Jahren erzogen. Und schon gar nicht erzogen, wenn man aus geordneten Familienverhältnissen kommt. Ein Mörder wird geboren. Ich bin weder mit der NSDAP noch mit der SS, der SA oder sonst einer ihrer Gliederungen in Berührung gekommen. Auch habe ich nie mit der Polizei oder einem Gericht etwas zu tun gehabt. Ich bin bis zum heutigen Tage unbestraft. Als Deutschland sich im Kriege befand, wurde ich Soldat, wie jeder junge, gesunde Mann es auch wurde. Bei mir nur mit dem Unterschied, dass er mich gleich belogen hat. In meinem Gestellungsbefehl hieß es, Sie haben sich der Polizeiverfügungstruppe in Plock Südostpreußen zur Verfügung zu stellen. In Wirklichkeit war diese Polizeiverfügungstruppe die 22. SS-Standarte. Ich bin gegen meinen Willen zu dieser SS-Truppe gekommen. Ob es hier eine Möglichkeit gab, sich als Rekrut versetzen zu lassen, muss ich verneinen. Ich behaupte sogar, dass es diese Möglichkeit für mich niemals gegeben hat. Ich wurde dann bei dieser Truppe, die eine Feldeinheit war, als Infanterist für den Krieg ausgebildet. Als unsere Truppe mit der Ausbildung fertig und wir auf den Einsatz warteten, um eingesetzt werden zu sollen, hatte ich das Pech nach Auschwitz bekommen. Auch auf dem Bahnhof in Auschwitz hat man uns belogen. Der Transportführer sagte uns auf dem Bahnhof, wir kämen in ein Umerziehungslager.
Uns allen war dieses unverständlich und deshalb unverständlich, weil wir uns keiner Schuld bewusst waren. Auf unsere Fragen, warum wir dahin kämen, sagte uns der Transportführer, ihr werdet schon alles früh genug erfahren. Als ich dann später feststellte, was das Umerziehungslager Auschwitz in Wirklichkeit war, nämlich ein Vernichtungslager, reichte ich ein Versetzungsgesuch ein, um dort hinzukommen, wofür ich ausgebildet war, nämlich zur Front. Dieses Gesuch wurde mit der Bemerkung abgetan, Schlager, das ist doch nicht Ihr Ernst. Das Gesuch wurde zerrissen und in den Papierkorb geworfen. Nach einiger Zeit reichte ich ein zweites Gesuch ein. Diesmal wurde ich zur Kommandantur befohlen. Dort sagte mir der Spieß Nebbe, ich hätte da meinen Dienst zu machen, wo ich vom Führer hingestellt werde. Sollte ich es ein drittes Mal versuchen, so kann ich über mein weiteres Schicksal hinter dem Stacheldraht nachdenken, wenn mir noch dazu Zeit bliebe. Nun frage ich Sie, Hohes Gericht und alle, die Soldat waren, was hätte ich tun sollen, wenn ich nicht das Leben meiner Familie und mein eigenes Leben gefährden wollte? Meine Antwort lautet, ich musste, ob ich wollte oder nicht, den Dienst, der mir in Form von Befehlen gegeben wurde, so ausführen, wie es meine Vorgesetzten von mir verlangten. Hohes Gericht, wie ist es denn heute mit den Wehrdienst- und Ersatzdienstverweigern? In normalen Zeiten. Um wie viel schwerer wäre die Strafe für uns ausgefallen, wenn wir die Befehle verweigert hätten, zumal sich unser Vaterland im totalen Kriege befand? Meine Antwort darauf lautet, auch wenn es die Staatsanwalt und Nebenklage nicht wahrhaben wollen, wir wären alle wegen Befehlsverweigerung restlos zusammengeschossen worden. Der Eid, den ich damals auf den höchsten Kriegsherrn leisten musste, war für mich bindend. Es sei denn, ich hätte mein Leben vorher selber ausgelöscht. Es erhebt sich nun die Frage, was ist denn überhaupt ein Soldat, dem das Tragen des sogenannten Ehrenkleides versehen mit dem Stempel eines Mörders aufgezwungen wird? Dieser Träger des Ehrenkleides ist ein vom Staat befohlener Mörder. Diese Befehle auf Mord galten für alle Truppenteile, an der Front, hinter der Front, in den besetzten Gebieten und in der Heimat. Wir hatten keine Zeit, diese für uns gegebenen Befehle zu prüfen und danach abzulehnen. Für uns hieß es, die gegebenen Befehle sind sofort auszuführen. Was hatten denn die Schulungen und Vorträge in Auschwitz von dem hier oft genannten Schulungsleiter Knittel zu bedeuten? Ich behaupte hier, diese Schulungen und Vorträge dienten nur der Hetze und trugen dazu zur Vernichtung der Menschen in Auschwitz bei. Ich bin fest davon überzeugt, hätte man uns, die wir von Auschwitz fortgehen wollten, gehen lassen, so wären vielleicht nur die geblieben, die die Vernichtung als ihre Lebensaufgabe betrachtet hätten. Wenn mir nun zur Last gelegt wird, ich habe in Block 11 Menschen verhungern lassen, so muss doch gefragt werden, wer hat den Befehl dazu gegeben? Ich hätte kein Recht und keine Macht dazu gehabt und am allerwenigsten Interesse daran gehabt, Menschen verhungern zu lassen. Es ist meinen Verteidigern durch unermüdliche Arbeit gelungen, die Zeugin Frau Bergerhausen zu benennen, die hier am Gericht in Frankfurt im Galleshaus bekundete, dass ich zu der Zeit, Anfang des Jahres 1943, in Golleschau war. Ebenso hatte Zeuge Mürbert bekundet, dass er mich etwa am 15. April 1943 in Golleschau abgelöst hat. Diese Aussagen beider Zeugen entsprechen der Wahrheit. Golleschau lag etwa 35 bis 40 Kilometer von Auschwitz entfernt. Mithin bestand für mich keine Möglichkeit, morgens meinen Dienst in Golleschau anzutreten und nach dem Dienst nach Auschwitz zu fahren. Wenn hier der vernommene Belastungszeuge Severa behauptet, in der Zeit von Anfang des Jahres 1943 bis zum April des Jahres 1943, ich habe in Block 11 in Auschwitz den Musiker Bruno Graf aus Düsseldorf verhungern lassen, so ist diese Aussage die Unwahrheit. Diese Aussage hat der Belastungszeuge Severa zweimal unter Eid gemacht. Es ist auch hier meinen Verteidigern gelungen, den Beweis zu bringen, dass der Musiker Bruno Graf aus Düsseldorf 1952 eines natürlichen Todes gestorben ist. Ich bitte das Hohe Gericht, die von dem Belastungszeugen Severa zweimal unter Eid gemachten Aussagen für die Wahrheitsfindung gründlich und gewissenhaft zu prüfen. Ob es danach für mich zu einer Verurteilung reicht, liegt im Ermessen des Hohen Gerichts. Ferner bitte ich das Gericht, die Aussagen der russischen Zeugen sowie die Aussagen der tschechischen Zeugen gewissenhaft zu prüfen. Zu den Aussagen der russischen Zeugen möchte ich ausdrücklich betonen, ich war niemals Block- und Kommandoführer im Russenlager. Für mich steht fest, dass mein Name Schlager mit dem Namen Plagge verwechselt wird. Laut Auschwitz-Hefte ist Plagge Block- und Kommandoführer im Russenlager gewesen. Wenn zum Schluss der Zeuge Fabian aus der Tschechei, der am 20. Februar 1964 in Prag vernommen wurde und dort aussagt,
Er, der Zeuge, sei im Oktober 1942 nach Auschwitz gekommen und Ende Oktober 1942 nach Buna verlegt worden und von Buna Ende November 1943 nach Auschwitz zurückverlegt und diese Aussagen bei seiner Vernehmung in Frankfurt abänderte, so ist diesem Widerspruch nichts hinzuzufügen. Wenn der Zeuge bei seiner Vernehmung in Frankfurt behauptet, ich hätte im Block 11 einen Menschen erschossen, so ist diese Aussage die Unwahrheit. Ich betone hier nochmals, ich habe nie in meinem Leben einen Menschen erschossen. Wenn der Zeuge Fabian weiter behauptet, ich habe im Block 11 einen Menschen von der Nationalität Zigeuner mit mindestens 10 bis 15 Schüssen aus einem Kleinkalibergewehr getötet und danach den Menschen, der noch Lebenszeichen von sich gab, mit den Worten aufforderte, los Zigeuner, steh auf, der Mann sich erheben wollte und ich ihn dann nochmals mit 10 Schüssen aus einem Kleinkalibergewehr getötet habe, da kann ich weiter nichts mehr hinzusagen, denn einen Menschen tötet man doch nicht mit etwa 35 oder gar 40 Schüssen. Solche Aussagen können nur von Menschen kommen, die aus Hass und Rache sprechen. Am Rande sei bemerkt, dass die Tschechen durch ihr Verhalten und Benehmen an Deutschen gegenüber nach dem Krieg sehr bekannt geworden sind. Hohes Gericht, ich bitte Sie, die Aussagen des Zeugen Fabian, die auch der Wahrheitsfindung dienen sollen, gründlich und gewissenhaft zu prüfen. Zum Schluss, Hohes Gericht, bitte ich Sie, berücksichtigen zu wollen, dass ich seit Jahren eine schwerkranke, hilflose Frau habe, mit der ich 40 Jahre verheiratet bin, die aber durch meine Verhaftung ihren Ernährer und ihre Stütze verloren hat. Ferner bitte ich das Hohe Gericht berücksichtigen zu wollen, dass meine Familie bei der Besetzung unseres Vaterlandes schwer getroffen wurde. Die Hauptakteure, die meine Familie so gepeinigt haben, waren die ehemaligen deutschen Bürger, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin. Die Gebrüder Herschel und Moritz Silberberg, die Gebrüder Kurt und Walter Bohm, die Gebrüder Dr. Jacobi, einer davon Arzt, der andere Rechtsanwalt. Von den Letztgenannten war er einer Arzt, der andere Rechtsanwalt und viele andere. In meiner Familie wurden mein Vater ermordet, meine Schwiegermutter, die 13 Kindern das Leben geschenkt hatte, zigmal vergewaltigt und anschließend ermordet, mein Schwager Karl Hötke ermordet, dessen 17-jährige Tochter Ursula zigmal vergewaltigt und anschließend ermordet, dessen 16-jähriger Sohn Werner ermordet. Weiter wurde mein Schwager Paul Wischniewski, der sich schützend vor seine Frau stellte, als diese vergewaltigt wurde, ermordet. Weiter werden bis zum heutigen Tag 4 Kinder der letztgenannten Familie, 2 Mädchen und 2 Jungen, die inzwischen erwachsen sind, in das von den Polen besetzte ehemalige deutsche Gebiet zurückgehalten. Mein Bemühen in Verbindung mit dem Pfarrer Blum über den Caritasverband, diese deutschen Menschen in die Bundesrepublik zu holen, scheiterte mit der Absage der dort zuständigen polnischen Behörde. Die Absage lautete, in Polen leben nur polnische Bürger. Weiter bitte ich das Hohe Gericht, mir Gehör schenken zu wollen, was nach der Waffenruhe im Lager Podolitz bis zum Tage meiner Entlassung von 15.000 deutschen Gefangenen, Kinder, Frauen, Männer und Greise übrig geblieben ist. Bis zum Tage meiner Entlassung waren 12.000 deutsche Kinder, Frauen, Männer und Greise vernichtet. Vernichtet durch Verhungern, Erschlagen, Erschießen, Erhängen, Ertränken und Erwürgen. An einem Beispiel möchte ich berichten, wie man deutsche arbeitsfähige Männer vernichtet hat. Im Arbeitslager Podolitz wurde ein Männerkommando von 25 Gefangenen zum Langholztragen aufgestellt, darunter auch ich. Wenn wir einen Stamm von 3/4 bis 1/1 Festmeter auf die Schultern hatten und der Transport beginnen sollte, so kamen einige Bewacher und schlugen mit ihren Knüppeln bei den Gefangenen die Beine unter den Körper weg. Die übrig gebliebenen Gefangenen konnten den Stamm nicht halten und erschlugen die unter den Stamm liegenden deutschen Gefangenen. Was dann geschah, möchte ich hier nicht weiter schildern. Ich wurde hierbei so zusammengeschlagen, dass ich bis zum heutigen Tage ein berufsunfähiger Krüppel bin und dafür eine Frühinvalidenrente bekomme. Es wurde auch auf eine andere Art die Vernichtung deutscher Gefangener betrieben. Unter anderem wurde im Arbeitslager Podolitz ein Leichenbergungskommando von 20 deutschen Gefangenen aufgestellt, darunter auch dich, ich. Dieses Kommando musste von Schneidemühl bis nach Bromberg 21 Massengräber öffnen, um die von den Deutschen erschossenen polnischen Bürger zu bergen und ihnen eine würdige Ruhestätte zu geben.
Wir warteten bei dieser Arbeit mitunter bis zu den Knöcheln im Leichenschlamm. Es sind hierbei viele unserer Kameraden an Leichenvergiftung gestorben. Auch wurde bei dieser Arbeit 7 Kameraden erschossen, die angeblich eine Leiche beschädigt hatten. Eine Leiche konnte dadurch beschädigt werden, wenn eine Hand, ein Arm, ein Fuß, ein Bein oder gar der Kopf abgerissen wurde. Unter diesen 21 Massengräbern waren 2 Massengräber die polnische Leichenbargen. In einem Massengrab waren 17 polnische Leichen, im zweiten Massengrab 23 polnische Leichen. Diese beiden Massengräber wurden bei Zimnowoda zu Deutsch-Kaltwasser freigelegt. Diese 40 polnischen Leichen wurden alle geborgen, bekamen eine würdige Ruhestätte. Die Leichen in den 19 Massengräber waren Deutsche. Diese Leichen wurden kopfüber in die Massengräber zurückgeworfen und die Massengräber dem Erdboden gleichgemacht. Vor dem Öffnen der Massengräber zeigten diese Stellen an, dass hier Menschen ruhten. Nach der Arbeit wurde alles weggewischt und deshalb weggewischt, weil hier nur deutsche Menschen erschossen waren. Auch hat man im Arbeitslager Potelitz 34 ehemalige SS-Männer ohne Urteil erhängt. Ich lebte in Potelitz unter meinem richtigen Namen. Wenn ich in Auschwitz was verbrochen hätte, so hätte man mich in Potelitz bestimmt erhängt. Im Übrigen schließe ich mich den Plädoyers meiner Verteidiger vollinhaltlich an und bitte das Hohe Gericht um ein gerechtes Urteil, das sich sowohl nach innen wie nach außen hören und sehen lassen kann. Bitte schön. Hoffmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren Richter und Geschworenen, ich stehe heute zum zweiten Mal vor einem Schwurgericht. Ein drittes Mal ist es gerichtsbekannt, dass zu gleicher Zeit ein drittes Verfahren läuft. Ich finde weiterhin keine Worte, alles andere überlasse ich dem Hohen Gericht. Ich schließe mich voll und ganz meinen Verteidigern, Herrn Rechtsanwalt Dr. Steiger und Rechtsanwalt Göllner, meinen Ausführungen an. Hohes Gericht, meine Damen und Herren Geschworenen, für den Komplex Auschwitz wurde ich vom sowjetischen Militärgericht verurteilt. Ich stehe das zweite Mal vor einem deutschen Gericht. Zweitens möchte ich mich anschließen an die Ausführung meines Rechtsanwalts Dr. Jugel und Dr. Reines. Sonst hätte ich nichts zu sagen. Baretzke. Jans, machen Sie das Mikrofon ein bisschen. Ich bin nach Auschwitz gekommen, da hatte ich von Auschwitz überhaupt keine Ahnung, was da gespielt wird. Das war im Jahre 1942 in Trier. Man sagt 1941 war ich noch gar nicht in Auschwitz. Die Russen beschuldigen mich, da war ich noch gar nicht in Auschwitz, habe ich noch kein Auschwitz gesehen. Da konnte ich ja gar nicht da gewesen sein. Und ich war in Birkenau, kommenden Sommer 1943, August, schnellsten August, 28. August herum mit gewesen, nach Birkenau gekommen. Da bin ich geblieben bis zum Ende des in Auschwitz. Die war immer noch gewesen, nur Sturmmann. Ich bin niemals befördert worden. Bin ich so, wie soll man das sagen, so diensteifrig gewesen, weil wir die Staatsanwaltschaft mich gemacht hat, da wäre ich doch wenigstens einmal befördert worden. Ich bin niemals befördert worden, bin immer Sturmmann geblieben, bis zum Kriegsende. Ich hatte nur die Befehle auszuführen, die der Lagerführer mir gesagt hat. Also der Lagerführer Befehle waren doch heilig, das war nicht, das konnte man nicht sagen, ich mache das nicht oder sonst was. Was der einmal gesagt war, heilig, und er sagt, schwarz und zehnmal weiß, weil war nichts daran zu machen. Ich habe keine totgeschlagen und keine Menschen getränkt in Auschwitz. Sonst habe ich dazu nichts mehr beizufügen. Und sonst schließe ich mich an den Ausführungen meines Rechtsanwalts. Breitwiese. Weitwieser, bitte schön. Herr Präsident, Hohes Gericht,
Auch ich stehe zum zweiten Mal vor Gericht in einem Auschwitzverfahren. In dem großen Krakauer Prozess, in welchem nach vierwöchiger Verhandlungsdauer von 40 Angeklagten 23 zum Tode verurteilt wurden, habe ich keinen Gebrauch gemacht vom Recht des letzten Wortes. Die Aussagen der 137 unvereidigt vernommenen Zeugen erschienen mir so neu im Verhältnis zu meinen eigenen Beobachtungen und unwahrscheinlich, dass ich glaubte, kein passendes Wort zu finden, um auch die gegen mich erhobenen Vorwürfe abwehren zu können. Ich hätte damals wie heute nur sagen können, die Beschuldigungen entsprechen nicht der Wahrheit. Das im Dezember 1947 von den Polen gefällte Urteil schien der Staatsanwaltschaft in dem jetzigen Verfahren Beweis genug zu sein für einen Vorwurf, dass ich im Lager Auschwitz wohl Rache genommen hätte für das, was mir einst von den Polen widerfahren ist. Als ehemaliger polnischer Staatsbürger wurde ich bei der Musterung 1931 als wehrdienstuntauglich befunden und sollte nur für den Fall einer allgemeinen Mobilmachung eingezogen werden. Als aber 1939 der Krieg ausbrach, kam es anders. Am Morgen des 1. September 1939 um 5 Uhr früh wurde ich verhaftet und mit ca. 1000 Deutschen aus Bromberg in Richtung Bereza-Kartuska, dem polnischen KZ, in Marsch gesetzt. Wir erreichten das Ziel nicht. Nach 9 Tagen überholten uns deutsche Truppen. Auf diesem Wege sah ich die ersten Toten des Krieges, Marschunfähige aus unserer Kolonne, die von der polnischen Begleitmannschaft erschossen worden waren. Dieses Erlebnis und der Umstand, dass auch mein Vater in den 20er Jahren während des polnisch-ukrainischen Krieges von den Polen verhaftet war, legte die Vermutung der Rache nahe, wie es der Herr Staatsanwalt meint. Ich hoffe aber, dass die Aussagen der Zeugen vor diesem Gericht ein anderes Bild von mir vermittelt haben. Ich wurde zu einer aktiven Truppe der Waffen-SS eingezogen, aber als frontdienstuntauglich nach Auschwitz abgeschoben und bin allein auch aus diesem Grunde von dort nicht weggekommen. Wenn die Anklagevertretung Namen einiger SS-Angehörigen anführt, denen dies gelang, so waren es immer die Leute mit Fronterfahrung, die nach Verwundungen vorübergehend GVH geschrieben wurden und die man nach Bedarf wegholte, oder es ihnen selbst aufgrund irgendwelcher Beziehungen gelang, zu ihrer alten Einheit oder einer anderen Stelle versetzt zu werden. Herr Staatsanwalt Vogel sagte in seinem Plädoyer, es wäre dem Apotheker Storch ohne Schwierigkeiten möglich gewesen, sich wegzumelden. Storch bekundete hier, dass er allein und ausschließlich nur zum Zweck der Errichtung einer Apotheke nach Auschwitz vorübergehend kommandiert war. Hohes Gericht. Das in Krakau gefällte Todesurteil gegen mich wurde einen Monat später durch Gnadenerlass in lebenslängliche Haft umgewandelt und 1959 bin ich aufgrund einer Amnestie in die Bundesrepublik entlassen worden. Durch den 14-jährigen Freiheitsentzug in sehr schlechter körperlicher Verfassung war ich nicht in der Lage, mich sofort in die neuen Verhältnisse einzufinden und mir eine Existenzgrundlage zu schaffen, um unabhängig und auf mich gestellt zu leben, sondern war auf die Unterstützung meiner Familie angewiesen. Die langsam einsetzende Erholung und damit Hoffnung auf eine Eingliederung in den normalen Arbeitsprozess wurde jäh unterbrochen durch die Verhaftung am 9.06.1961. Anlass dazu war der Bericht, den der ehemalige Häftling Petzold im Jahre 1945 auf Anforderung eines amerikanischen Offiziers geliefert hatte. Petzold behauptet darin, Zeuge der ersten Vergasung gewesen zu sein, die er vom Giebelfenster des Block 27 beobachtet hätte, und er gab detaillierte Einzelheiten an, die er exakt feststellen konnte, weil der davorstehende Block 21 noch nicht aufgestockt gewesen wäre. Diese Angaben wiederholte Herr Petzold vor dem Schwurgericht. Er blieb auch dabei, als der Herr Vorsitzende hinweisend auf Petzolds Verhaftung in Ostberlin, die aufgrund unfreundlicher Bemerkungen über KZs erfolgte, ihn fragte, ob er daraus schließen dürfe, dass der Zeuge Petzold gewillt sei, was Vorgänge im KZ betrifft, die Wahrheit und nur die reine Wahrheit zu sagen. Und der Zeuge Petzold bejahte dies. Die mit diesem Nachdruck wiederholte Beschuldigung, unterstrichen von der Annahme der Staatsanwaltschaft, dass die Aussage klar und der Zeuge glaubwürdig sei,
musste mich, den Angeklagten, resignieren lassen. Für mich wäre die Lage hoffnungslos geblieben, wenn ich die Ortsbesichtigung in Auschwitz bewiesen hätte, dass es kein Giebelfenster im Block 27 gab und der davorstehende Block 21 zum fraglichen Zeitpunkt aufgestockt war, was der Zeuge Smoling sowie Dr. Patschula und anderen bestätigt haben. Zur Unterstützung der Beschuldigung durch Petzold wurde die Aussage Schlupper herangezogen. Mein Verteidiger, Herr Dr. Zarnack, hat zu diesem auf Hörensagen gestützten Ausführungen eingehend Stellung genommen. Nur ergänzend möchte ich noch sagen, dass Schlupper trotz seiner gegenteiligen Einlassung von Ende 1940 bis Frühjahr 1942 mein Vorgesetzter war. Nur auf einen Vorrat hin hatte Schlupper eine kürzere Zeitspanne eingeräumt. Dass diese Angabe unrichtig war, beweist ein der Staatsanwaltschaft vorliegendes Dokument. Als ich mir nämlich im Dezember 1941 die Hand beim Waffenreinigen geschossen hatte, machte Schlupper als mein Vorgesetzter in seinem steten Übereifer ganz überflüssigerweise über den Vorfall eine Meldung, obwohl dies schon durch den Truppenarzt erfolgt war. Diese Urkunde vom 4.12.1941 ist Bestandteil meiner Personalakte und befindet sich bei der Staatsanwaltschaft. Auch Herr Dr. Glowacki wollte etwas über die erste Vergasung wissen. Es wurde mir in diesem Verfahren vorgehalten, da ich die Entwesung der Bekleidung machte, es naheliegend sei, dass ich auch zu anderen Aufgaben hätte herangezogen sein können. Wenn es jetzt so naheliegend erscheint, wäre es denn 1947 nicht ebenso naheliegend gewesen, wenn es die Polen nicht besser gewusst hätten. Herr Dr. Glowacki ist in Krakau als Zeuge vernommen worden. Er hat damals von mir nichts Ähnliches vorgetragen. Auch andere langjährige ehemalige polnische Häftlinge, die in Krakau und in diesem Prozess ausgesagt haben, die mich kannten oder kennen mussten, hatten diesbezüglich nichts zu berichten. Im November 1964 erschien der von der Nebenklage benannte Zeuge Eugenius Motz aus Warschau vor dem Schwurgericht, der über ein fundiertes Wissen verfügen sollte, was er aber 1947 noch nicht hatte. Die Reise von Warschau nach Krakau, wo er dieses Wissen hätte anbringen können, wäre näher gewesen als nach Frankfurt. Und in Krakau hätte man ihm vielleicht auch geglaubt. Es war mir nicht möglich, meine Erinnerung an ihn aufzufrischen. Eine große dunkle Brille verwehrte das Erkennen und außerdem wandte er im Vorbeigehen den Kopf ab. Und seine Aussage selbst. Er bestreitet, dass Petzold damals Kapo der Bekleidungskammer war. Das Gegenteil dürfte als bewiesen anzusehen sein. Seine Behauptung, ich hätte vor mehreren Häftlingen, die er namentlich nennt, gesagt, jetzt haben wir endlich das Mittel, nicht nur zur Desinfektion, sondern auch um Häftlinge zu vernichten. Und mich damit zum Initiator der Vergasung machen wollte, erschien schon dem Herrn Staatsanwalt Vogel, wie er in seinen Schlussausführungen betonte, als eine Unmöglichkeit. Und diese Unmöglichkeit ergibt sich auch aus Folgendem. Unter anderem nannte der Zeuge Motz die ehemaligen Häftlinge Gerlotka und Schwertschina, die obiges mitgehört haben sollen. Bernhard Schwertschina ist dem Hohen Gericht aus verschiedenen Zeugenaussagen bekannt. Es ist derselbe Mann, der am 28.12.1944 nach einem Fluchtversuch hingerichtet wurde. Es ist derselbe, der in den Aussagen als Benjek bezeichnet wurde. Ein Oberleutnant der ehemaligen polnischen Armee, der von Anbeginn auf der Bekleidungskammer war und wie vor diesem Gericht verschiedentlich bekundet, zum Beispiel durch den Zeugen Patschula, am 8.5.1964 der Widerstandsgruppe angehörte. Die Zeugen berichteten, wurden wichtige Geschehnisse im Lager nach Krakau gemeldet und Ermittlungen über Vorfälle und Lagerpersonal von den Angehörigen der Widerstandsgruppe gesammelt und nach draußen weitergeleitet. Und gerade diese Tätigkeit oblag nach Aussagen Dr. Patschulas dem genannten Schwertschina. Sollte Genaueres über die erste Vergasung von einem so aktiven Mitglied der Widerstandsgruppe nicht gemeldet worden sein? Und Gerlotka. Er war der beste Freund des hier vernommenen Zeugen Monsignore Dr. Krutschek, der in seinen Aussagen die Möglichkeit meiner Teilnahme an der Vergasungsaktion ausschloss. Hätte er dies tun können, wenn er Gegenteiliges von Gerlotka erfahren hätte? Leider ist Gerlotka vor 3 Jahren an einer Angina pectoris gestorben.
und konnte zu diesem Thema nicht gehört werden. Welch großer Teil solcher Aussagen zu Lasten von Verwechslungen und Gedächtnisschwäche geht, beweisen die Bekundungen zweier Zeugen, die Angaben über mich als Chef der Bekleidungskammer machten. Diese Zeugen können mich nicht kennen, da sie zu der Zeit ins Lager kamen, als ich schon längst nicht mehr in der Bekleidungskammer, sondern weit außerhalb des Lagers in der Unterrichtskammer tätig war. Ein sowjetischer Zeuge kannte meinen Namen, obwohl er mich nur einmal in Auschwitz gesehen haben will, wo ich, wie er sagte, so dastand. Sollte ich aus der Zeit meiner Gefangenschaft, die ja 14 Jahre währte, berichten, ich könnte kaum einen Namen angeben und ich habe auch kaum ein Gesicht so fest im Gedächtnis, dass ich es mit Bestimmtheit hier wieder erkennen würde. Ich könnte nicht sagen, wer von wem ich geschlagen wurde und ich bin geschlagen worden. Ich weiß auch nicht mehr, wer 4 Wochen lang vor meiner Todeszelle Dienst tat. Und das ist doch ein einmaliges Erlebnis. Obwohl man doch annehmen sollte, dass nach 1,5 Jahren Gerichtsverhandlung die Daten der Angeklagten genügend bekannt wären, so kommen trotzdem auch hier bei der Berichterstattung Verwechslungen vor. Zum Beispiel wurde ich im Rundfunk zum Blockführer und in der Ostpresse bezeichnete mich Herr Hirsch als Sanitäter. Und noch ein letztes, nur weil es die Presse immer wieder aufgreift, möchte ich Folgendes mit allem Nachdruck vor einem deutschen Gericht sagen. In meinem Krakauer Urteil heißt es, Häftlinge misshandelt und durch Meldungen deren harte Bestrafung herbeigeführt. Er hat sich der SS freiwillig zur Verfügung gestellt und sich vor dem polnischen Militärdienst gedrückt. Nur so lautet die Begründung des Urteils und nicht, wie es Herr Sommer in der Neuen Presse schreibt, wegen seiner mörderischen Tätigkeit in Auschwitz wurde Breitwieser zum Tode verurteilt. Hohes Gericht, ich habe in Auschwitz nicht Schicksal gespielt. Ich habe niemanden misshandelt, es ist niemand durch mich zu Schaden gekommen. Ich habe mich nicht freiwillig zur SS gemeldet, sondern bin zur Waffen-SS gezogen und ohne mein Dazutun nach Auschwitz abgeschoben worden. Ich habe mich vor dem polnischen Militärdienst nicht gedrückt, wurde aber, als der Krieg ausbrach, von den Polen nicht eingezogen, sondern verhaftet. Wenn man vom Leben so wenig begünstigt ist, aufgewachsen als Volksdeutscher mit all den Schattenseiten, die eine völkische Minderheit zu ertragen hat, über die Verhältnisse in Deutschland desorientiert heimgekehrt ins Reich, 1940 nach Auschwitz verschlagen und dafür schwer bestraft und nun aus demselben Grunde noch einmal vor Gericht gestellt. Das bedeutet über 25 Jahre mit dem Komplex Auschwitz verhaftet, fast mein halbes Leben. Dann können so die Wirklichkeit verzerrende Darstellungen den kleinen verbliebenen Rest des Daseins nur erschweren. Ich danke dem Gericht für die mir geschenkte Aufmerksamkeit. Herr Dr. Lukas. Hoher Gerichtshof, der Zeitpunkt, in welchem ich gegen meinen Willen zur Dienstleistung in dem nationalsozialistischen Konzentrationslager abgestellt wurde, leitete einen Lebensabschnitt ein, über den ich niemals hinwegkommen werde. Das Furchtbarste war, zum Rampendienst befohlen zu sein. Gewiss versuchte ich in meiner ausweglosen Situation, möglichst viele jüdische Häftlinge dem Leben zu erhalten, aber ständig verfolgt mich die Erinnerung und die anderen. Ich habe mich durchgerungen, ihnen die Wahrheit zu sagen. So kann ich nur hoffen, dass sie zu einem Urteil kommen werden, das mithilft, Verstrickungen zu lösen und einen Lebensweg wieder zu öffnen. Herr Präsident, Hohes Gericht. Ich war an der Front, bis ich durch eine schwere Lebererkrankung nicht mehr frontdiensttauglich war. Nach meiner Entlassung aus dem Lazarett kam ich auf Umwegen nach Auschwitz im Austausch gegen einen frontdiensttauglichen Kollegen. Wie ich mich dort benommen habe, haben ihnen diejenigen Häftlinge gesagt, mit denen ich zu tun hatte. Keiner von ihnen hat mich belastet, ganz im Gegenteil, sie sagten alle, dass ich sie menschlich behandelt habe und mehrere sagten, sie verdanken mir ihr Leben. Ich habe nie bestritten, auf der Rampe gewesen zu sein. Ich bestreite aber nach wie vor, jemals selektiert zu haben. Meine Aufgabe auf der Rampe sah ich in der Feststellung des zahnärztlichen Personals und des zahnärztlichen Materials. Dass dies keine Ausrede ist, die ich
gebrauche, ergibt sich daraus, dass ich allein mit den auf der Rampe ausgesuchten Personen und dem sichergestellten Material 20 bis 25 neue Häftlingszahnstationen errichtet habe. Material dafür habe ich ausschließlich von der Rampe. Berlin hat dafür nichts geliefert. Nachdem ich in Auschwitz war und gesehen hatte, was sich dort ereignet, habe ich jede Gelegenheit wahrgenommen, von dort wegzukommen. Schließlich gelang mir das auch. Im August 1944 kam ich dann tatsächlich weg und ab Herbst war ich dann wieder bei der Fronttruppe, obwohl ich noch nicht wieder kriegsverwendungsfähig war. Ich habe in Auschwitz keinem Menschen etwas zuleide getan und bitte das Hohe Gericht daher um ein entsprechendes Urteil. Bitte schön. Herr Dr. Schatz. Herr Präsident, Hohes Gericht, ich möchte dem Schwurgericht nochmals versichern, dass ich niemals selektiert habe. Auf der Rampe habe ich Gott sei Dank das Glück gehabt, mich dort jeder Tätigkeit zu enthalten. Im Übrigen möchte ich mich den Ausführungen von Herrn Dr. Lazzanza und von Herrn Steinacker anschließen. Der Angeklagte Dr. Capesius. Hohes Gericht, im August 1943, also gegen Kriegsende, war ich als Apotheker noch rumänischer Hauptmann und rumänischer Staatsangehöriger. Ich habe damals nicht gewusst, was überhaupt Auschwitz bedeutet. Dann kam das zwischenstaatliche Abkommen zwischen Rumänien und Deutschland. Wir Volksdeutschen wurden gemustert. Ich war als SS-untauglich befunden worden. Sie wissen, dass ich mit einer Halbjüdin verheiratet bin. Trotz dieser Tatsachen und trotz des Musterungsergebnisses, demzufolge ich als SS-untauglich befunden worden bin, wurde ich gleichwohl zur Waffen-SS eingezogen. Es bedurfte des weiteren Zufalls, dass 1944 ausgerechnet der Apotheker in Auschwitz erkrankt war, den ich vorübergehend vertreten sollte. Es kam der weitere unglückselige Umstand hinzu, dass der erkrankte Apotheker in Auschwitz verstarb, sodass meine als vorübergehend gedachte Vertretung in eine Versetzung umgewandelt wurde. Als bis dahin rumänischer Apotheker, rumänischer Staatsangehöriger mit einer Halbjüdin verheiratet, als SS-unfähig befunden, befand ich mich also Mitte Februar 1944 im letzten Kriegsjahr als leitender SS-Apotheker in Auschwitz, von dessen Existenz ich vorher nichts gewusst habe. Man hatte mich also dorthin befohlen, ohne dass ich das Geringste dazu getan habe. In Auschwitz habe ich keinem Menschen etwas zuleide getan. Ich war zu allen höflich, freundlich und hilfsbereit, wo ich dies nur tun konnte. Auf der Rampe war ich verschiedene Male, um dort das Ärztegepäck für die Häftlingsapotheken zu holen. Selektiert habe ich nie, was ich mit allem Nachdruck betonen möchte. Meine Aufgaben als Apotheker habe ich so gut erfüllt, wie es mir die Verhältnisse dort gestattet haben. Das hat auch der Zeuge Apotheker Sikorski, mein nächster Mitarbeiter, bestätigt. Dass ich mich an dem Häftlingsgut nicht bereichert habe, das Gegenteil ist eine böswillige Erfindung, kann ich dem Gericht mit gutem Gewissen versichern. Mein bester Zeuge, der jüdische Häftlingsapotheker von Auschwitz Strauch, der nach dem Krieg noch mit mir befreundet war, lebt leider seit 1957 nicht mehr.
wenn ich derjenige wäre, als der ich jetzt hingestellt werde, hätte Strauch es sich nicht leisten können, ein offenes, freundschaftliches Verhältnis, dessen Grundlage in Auschwitz gelegt worden war, mit mir nach dem Kriege fortzusetzen. Ich bin nicht schuldig geworden in Auschwitz. Ich bitte Sie, mich freizusprechen. Herr Kreger. Hohes Gericht, ich kann nicht anders, aber ich muss in meinen letzten Worten nochmals und immer wieder sagen, dass ich in diesem ganzen Verfahren nur die Tatsachen aussagte und die Wahrheit. Das betrifft sowohl meine Tätigkeit im HKW des Stammlagers als auch die von mir dafür angegebenen Zeitabschnitten bis zu meiner Ernennung als Desinfektor für die Entfesung. Niemals war ich der Leiter des Vergasungskommandos. Selbstständigkeit habe ich niemals vorgenommen. Ich als kleiner Mann war kein Herr über Leben und Tod dieser unglücklichen Menschen. Wenn überhaupt, dann war ich Begleiter des selektierenden Lagerarztes. Alle anderen lautenden Aussagen von Zeugen sind unwahr und wie sich auch ergeben hat, meist widersprüchlich und gegenbewiesen. Ich habe nur die mir durch den Lagerarzt bzw. Standardarzt gegebenen Befehle ausgeführt. Ich kann versichern, dass das nur mit tiefem innerlichen Widerstreben erfolgte. Das war auch der Grund meiner mehrfachen Gesuche um Versetzung zur Front, die aber immer abgewiesen wurden. Ich ging seinerzeit nicht freiwillig zur Waffen-SS, sondern ich wieder wurde einberufen. Das Schicksal hat mich auf Umwegen nach Auschwitz gebracht. Ich wusste nichts, was dort vorging, bevor ich das alles mit eigenen Augen sah. Wenn mir die Anklage jetzt Mordlust, niedrige Gesinnung und Kenntnis der Rechtswidrigkeit vorwirft, dann muss ich sagen, dass das nicht richtig ist. Ich erinnere mich an einen kürzlichen Zeitungsbericht aus dem Sachsenhauser Prozess in Köln. Dort sagte der heute in Kaiserslautern amtierende Staatsanwalt Vogel etwa Folgendes aus. Ich war 1942 amtierender Richter in Linz. Meine Kollegen und ich kannten die Anordnung und Vorgänge. Wir sprachen darüber am Biertisch, aber wir waren Popanze. Wir hielten aber die Vorgänge und Anordnung nicht für rechtswidrig. Hohes Gericht. Wenn das die Meinung des damaligen und heutigen Justizbeamten war, was sollte dann ich als einfacher Mensch die Rechtswidrigkeit und Dinge erkennen, die von höchster deutschen Gesetzgeber befohlen waren? Dazu kamen noch die Schulungsstunden, welche über die schwersten Strafen, ja sogar Todesstrafen, berichteten bei den Befehlsverweigerungen. Dabei ging es nicht nur um den Einzelnen, sondern auch um deren Familie. Auch deshalb führten wir die uns gegebenen Befehle aus. Wie es wirklich in meinem Inneren aussah und wie dieses auch durch Zeugen bestätigt wurde, zeigt mein Verhalten nach meiner Versetzung in den Nebenlager. Dort war ich selbstständig STG und hatte, wie durch Zeugen bestätigt, immer nur Streit mit dem Lagerführer wegen meiner Gutwilligkeit gegenüber den Häftlingen. Ich hatte in Auschwitz tiefes Mitleid mit den Opfern und habe diese Schweinerei dem Dr. Lendres gemeldet. Dafür bekam ich die letzten 3 Monate den Befehl, die Sektion auszuführen. Als unterworfener Soldat, habe ich dazu mal keine andere Wahl mehr gehabt und musste mich dem Befehl beugen. Ich schließe mich den Anführungen und Anträgen meines Herrn Verteidiger an und ich glaube fest daran, dass das Hohe Gericht meine damaligen Jahre nicht verkennt und eine gerechte Entscheidung dementsprechend verkünden wird. Der Angeklagte Scherb. Hohes Gericht, ich schließe mich den Ausführungen meiner Verteidiger an. Und ich möchte nur noch betonen, dass ich keinem Menschen ein Leid zugefügt habe und bin mir auch keiner persönlichen Handlung bewusst, keiner persönlichen Schuld. Das wäre alles zu sehen. Nehmen Sie Platz. Herr Handel. Hohes Gericht, ich halte die von mir zur Aussage gemachten
Aussagen für aufrecht. Ich habe von ideologischem Standpunkt der reinen Vernunft gehandelt, ohne jede Rassenvorurteile, noch Standesunterschiede, noch Nationalität. Durch mir ist niemand ums Leben gekommen. Ich gehe von einem Standpunkt aus, der vor mir steht, der könnte ich selbst sein. Auschwitz war für mich nicht nur Geschichte eines Jahrtausends, sondern mehrere. Hohes Gericht, ich habe keine Menschen getötet und keine Menschen totgeprügelt. Und wenn ich jemanden bestraft bzw. geschlagen hatte, dann musste ich es und viele andere Mitinsassen vor schweren Maßnahmen seitens der Vorgesetzten zu bewahren. Ich konnte nicht anders. Ich fühle mich vor Gott und den Menschen nicht schuldig. Ich schließe mich in Ausführung meines Verteidigers an.